Herzlich willkommen, Rita Messmer. Schön, kommen wir heute wieder zusammen zu unserem Hello Nappy Talk. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns haben, einen zukünftigen Vater, der sich auch für dieses Thema interessiert. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo zusammen. Hallo. Du hast eine Frage an Rita. Und ich freue mich schon darauf. Bitte. Also ich finde das Thema Hello Nappy und windelfrei unglaublich spannend. Und mich als zukünftiger Vater würde es sehr interessieren, was rätst du mir? Wie mache ich es? Und gibt es etwas Bestimmtes, was ich unbedingt beachten sollte? Ja, vielen Dank für deine Frage. Das ist, ich finde es immer sehr berührend, wenn die Väter auch sich interessieren. Und sie spielen eine ganz besondere Rolle im Leben ihrer Babys und in der Familie. Und je früher sie damit beginnen, desto besser, weil der Austausch zwischen Baby und Vater, das ist nicht unwesentlich. Also um zu sagen, es ist sehr wesentlich. Sie scheiden sehr viel mehr Oxytocin aus und das ist das sogenannte Bindungshormon. Das heißt, sie binden sich an das Baby und das Baby bindet sich an den Vater und das kann man noch nach Jahren in Studien feststellen. Und sie spielen natürlich eine ganz besondere Rolle, wenn es ums Abhalten geht. Weil da kommen sie ins Spiel, da können sie etwas tun, ein ganz elementares Bedürfnis ihres Babys stillen und es macht die Väter extrem stolz. Also da ist wirklich der Beginn einer unglaublich guten Beziehung. Und ich möchte dazu jetzt ein Video starten. Die ersten 3 Monate sind eine ganz besondere Zeit. Das ganze Verhalten deines Babys wird in dieser Zeit ausschließlich über den von der Biologie genetisch angelegten Bauplan gesteuert. Du hast jetzt die Chance, auf diesen Bauplan die richtige Antwort zu geben. Das ist das, was dein Baby von dir erwartet. Alles, was das Baby jetzt tut und erfährt, hat Auswirkungen darauf, wie sich sein Gehirn entwickelt. Die biologisch angelegten frühkindlichen Reflexe müssen jetzt die entsprechende Stimulation bekommen, damit sich das Gehirn richtig vernetzen und der Körper sich entsprechend entwickeln kann. Da die ersten 3 Monate für die entsprechende Gehirnentwicklung äußerst wichtig sind, können Eltern und besonders Väter hier auch den Grundstein für eine gesunde Entwicklung und eine sichere Bindung legen. Gerade auch Väter können somit eine wichtige Funktion übernehmen und sind gefragt. So werden sie zu wichtigen Bezugspersonen. Sie können ein lebenswichtiges Grundbedürfnis stillen. Sie können zwar nicht stillen, aber sie können ihr Baby abhalten. Damit entlasten sie nicht nur die Mutter, sondern sie legen den Grundstein für eine starke Beziehung und damit zu einer sicheren Bindung mit ihrem Kind. Das macht Väter sensibel für die Bedürfnisse und kompetent für sein Baby. Ich sehe, dass sie hier oft eine ganz besondere Rolle einnehmen und es sie mit Stolz erfüllt. Gleichzeitig lernt das Baby, dass seine wichtigsten Bedürfnisse nicht nur von der Mutter gedeckt werden können, was nicht unwesentlich ist, wenn es später in der Kita von anderen Personen abgehalten wird. Vertrau dir und deinem Baby, sei gelassen und strahle Sicherheit aus und freu dich mit deinem Baby, gib deinem Baby die Würde, nicht in seinen Ausscheidungen liegen zu müssen. Wenn du mehr wissen willst, lies das Buch oder schau bei EPM herein. Auf ein gutes Gelingen, Hello Nappy, der biologische Weg für dein Baby.